Ja, wenn jemand sozusagen betrunken, jemand totfährt, dann ist es klar, wer die Schuld hat. Aber in dem Falle wird es sehr viel schwieriger sein. Das führt uns auch zum dritten Punkt, nämlich Haftungsfragen. Das hat große rechtliche Probleme. Wer haftet für welche Art von Unfälle? Sie kennen alle die moralischen Dilemmata-Frage. Links die Großmutter, rechts das Kleinkind, vorne der, Lastwagen mit Gascontainern drauf, ja, und wo fährt man jetzt drauf, ja, also im normalen Leben ist das quasi zufallsverteilt, ja, was ich gerade als erstes sehe, da bremse ich und der Rest ist dann weg. Wenn ich das vorprogrammieren muss, ist plötzlich, muss ich Güterabwägung machen und kein Mensch kann die sozusagen ethisch sinnvoll tun. Also wir haben da sozusagen Richtung Haftung und Moralisierung, es gibt ja auch eine eigene Ethikkommission jetzt dazu, auch bei Akatec. Und dann der letzte Punkt ist Akzeptanz. Interessanterweise, wenn wir die Akzeptanzdaten uns ansehen, und am Montag, wie schon gesagt, Akatec wird ja dazu noch etwas vorlegen, da gibt es auch eine ganz neue Umfrage, die darf ich leider heute noch nicht zitieren, ja, aber ich weiß sie natürlich. Aber ich kann jetzt schon so viel sagen, dass die Zustimmung zu automatisierten Fahren in den letzten 10 Jahren ständig steigt. Das ist, erleben wir bei vielen, verbraucherbezogenen Innovationen sehr häufig. Am Anfang sagt ihr, das braucht keiner. Ja, das kennen wir bei vielen anderen Dingen auch, dass am Anfang sagen, das braucht keiner. Und als es erstmal, Bildtelefone aufkamen, dann haben wir gesagt, warum muss ich auch die andere Person sehen? Ja, heute machen wir es alle. Also diese Frage, sozusagen diese Diffusion von solchen verbrauchsnahen Dingen, hatten immer quasi eine sehr ähnliche Form und wir sehen das hier auch, also die Akzeptanz steigt ständig, in dem Sinne, dass Leute sagen, kann mir das vorstellen, muss nicht sein, aber ist durchstellbar. Natürlich mit gewissen Sorgen, Privatheit, Unfallträchtigkeit und anderes mehr, aber ich glaube, dass sozusagen von der Akzeptanzseite her durchaus nicht das passieren kann, was wir jetzt bei der grünen Gentechnik oder Atomenergie oder anderen Dingen haben, bei denen wir eben eine sehr starke Akzeptanzverweigerung sehen. Diese individualisierten Formen der Technologien werden langsam sozusagen hinein diffundieren und wenn man es tatsächlich auch die Diffusionskurve sieht, die immer mehr Assistenzsysteme vorsieht, die dann letztlich mehr und mehr dann in die Automatisierung einmündet, ist das, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Allerdings, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wir nennen das in der Fachsprache Attentive Public, also wenn etwas passiert wie jetzt Tesla, hat es gleich einen Umschwung auf die Einstellung. Ja, also es ist nicht so, dass die besonders robust ist, sondern die Leute sagen, das ist mir nicht so wichtig, das automatisierte Fahren, aber ich finde das durchaus okay, aber wenn es dann tatsächlich mehrere hochsymbolische, wohlträchtige Unfälle gibt, kann auch so eine Einstellung sehr schnell umkippen. Damit müssen wir rechnen. Also von daher, ähnlich wie wir bei der Energiewende haben, volatile Public, haben wir das hier zum Teil auch in Deutschland. Also kurzum zusammenzufassen, ich denke, dass das Argument einer erhöhten Sicherheit, einer Reduzierung auch von Unfallzahlen, zwar nicht nachgewiesen, aber aufgrund Simulationen, auch von konzeptionellen Überlegungen eigentlich recht plausibel ist. Die empirischen Ergebnisse sind zu schwach, um das zu tun. Zumindest größere und schwere Unfälle scheinen auch empirisch eher seltener zu werden. Die Problempunkt ist das Mensch-Maschine-Verhältnis, das muss sozusagen verbessert werden. Frage, wie wir mit symbolischen Umfällen umgehen, Haftungsfragen und dann natürlich sicherlich auch, wie wir mit der volatilen Akzeptanz umgehen, werden noch Themen sein, die wir auch in der Zukunft noch weiter bearbeiten müssen. Danke. Vielen Dank, Herr Renn. Herr Rast, darf ich Sie jetzt bitten? Ja, für die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen gibt es zwei Motivationen. Die eine Motivation ist die höhere Sicherheit, die man erreichen kann, wenn man Sensoren hat, die 360 Grad um das Auto abdecken. Zum Beispiel in Laserscanner mit Radar, da kann man erreichen, das, was ein Mensch nicht machen kann. Wirklich den ganzen Verkehr rumherum, das Auto zu beobachten. Das ist die eine Motivation. Die zweite Motivation ist Carsharing. So, was man eigentlich möchte, ist, dass in Zukunft diese Autos als Taxis unterwegs sind. Und dann kann man eine Person abholen, eine zweite Person, eine dritte. Und so kann man das Auto teilen. Und statt, dass wir nur eine Person pro Fahrzeug in der Stadt haben, haben wir 3, 4 oder mehr. Und so könnten wir zum Beispiel ganz Berlin mit einem Viertel oder einem Fünftel von den heutigen Fahrzeugen dann bewegen. Was das bedeutet für die Zukunft, so langfristig, ist, dass wir zum Beispiel heutzutage in Berlin mit 20 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt fahren.
Und wenn wir ein koordiniertes Verkehr hätten von Autos, die auch per Telekommunikation in Verbindung miteinander sind, dann könnten wir 40 fahren. So, wir brauchen nicht 80 oder 100 zu fahren. Wir können 40 fahren, uniform, so mehr oder weniger als Durchschnitt. Und dann können die Autos auch leichter werden. Dann sind die Folgen von möglichen Kollisionen niedriger, weil wegen der niedrigen Geschwindigkeit. Und durch die Telekommunikation und durch die 360-Grad-Abdeckung kann man potenziell schon denken, dass man die Anzahl der Unfälle deutlich reduzieren kann. Das Problem ist der Weg dahin. Ja? Das ist die langfristige Perspektive. Und dazwischen gibt es aber viel, was man noch machen muss. Und das ist eigentlich der problematische Fall. Die Koexistenz von menschengefahrenen Fahrzeugen, autonomen Fahrzeugen, wie kann man das regeln, wie kann man Sicherheit garantieren. Dafür gibt es schon eine Perspektive der Einführung der Autonomie. So, die Autonomie kommt, es ist nicht eine Frage, ob es kommt oder nicht, sondern es kommt. Zunächst einmal für die Autobahn, ab 2020 ungefähr. Die großen Hersteller, die haben schon alle Prototypen, die auf der Autobahn unterwegs sind. Die Autoindustrie arbeitet immer mit Prototyp, Vorserie und Serie. Die Prototypen sind schon in der Vorserie und die werden für die Serie ab 2020 ungefähr vorbereitet. Und am Anfang heißt diese Autonomie nur, dass man in der Spur bleibt und ab und zu wird ein Auto überholt. Wenn das Auto vor mir zu langsam ist, dann wird das einfach überholt. Wenn ich aus der Autobahn fahre, dann muss ich übernehmen. Da gibt es keine Autonomie für die Stadt. Das Problem dabei ist nur, es ist Autonomie, aber der Fahrer muss noch das Auto beaufsichtigen, das heißt, der Fahrer haftet noch für jeden möglichen Unfall und das verringert zum großen Teil die Nützlichkeit von diesen Systemen, wenn ich immer aufpassen muss. Das heißt, ich darf nicht Zeitung lesen, ich darf auch nicht mit dem Computer spielen, ich muss immer nach vorne schauen und beobachten, was das Auto tut. Und in der Form gibt es solche Systeme schon eigentlich seit 2009. So der Lane-Keeping, der Spurhalteassistent gibt es bei BMW und Volkswagen schon seit 2009 in manchen Modellen. Und das, was Tesla vorgestellt hat in den USA 2015 mit ihren eigenen Lane-Keeper, ist eigentlich das, was in Deutschland schon seit 2009 vorhanden war. Das Problem ist, dass Tesla das Autopilot genannt hat und Autopilot erzeugt bei den Verbraucher die Assoziation, ich brauche mich nicht, um das Auto zu kümmern. So, ich kann auf den Knopf drücken, dann fährt das Auto einfach los und ich kann mich schlafen legen. Und das darf man nicht, das kann man nicht, weil man muss immer noch das Auto beaufsichtigen. Das ist die Idee von diesen Lane-Keeper-Assistenten. Aber auf jeden Fall kommen wir auf 2020 auch für die Autobahn. Diese Autonomie nur für die Spurhalte und für das Überholen. In der Stadt müssen noch viele Sachen zusammenkommen, sodass man Autonomie in der Stadt haben kann. Zunächst einmal müssen die Kosten vernünftig sein für die Systeme. Die Prototypen, die heute existieren, die sind zu teuer. Die Sensoren auf die Autos sind teurer als die Autos selber. Und das kann natürlich das kann nicht sein. Telekommunikation wird eingeführt. Telekommunikation kommt per Pflicht in den USA ab 2018. Alle neuen Fahrzeuge müssen Car-to-Car und Car-to-Infrastructure-Kommunikation haben. Und wenn in den USA gesetzlich eingeführt wird, dann wird es in der ganzen Welt passieren. Und Telekommunikation eröffnet viele Möglichkeiten der Koordination der Fahrzeuge im Verkehr. Und deswegen, Telekommunikation ist etwas, was das Ganze eigentlich nur vereinfachen kann. Dazu gibt es noch das Problem der Hackers, das muss man auch berücksichtigen, da gibt es ein Sicherheitsproblem, aber das muss parallel dann gelöst werden. Es gibt eine ganze Reihe von Einführungsproblemen für die Technologie, einer hatte ich schon erwähnt. Wenn wir heute alle Fahrzeuge nur robotisch machen könnten und per Telekommunikation koordinieren könnten und die fahren alle nur zwischen 30 und 40, das könnten wir heute schon machen, sogar in der Stadt. Geht aber nicht, weil es gibt noch die alten Fahrzeuge und diese alten Fahrzeuge, die fahren noch 20, 30 Jahre vielleicht. Und dann ist dieser Mischverkehr ist eigentlich die große Problematik, die man noch bearbeiten muss. Und in der Forschung wird viel darüber nachgedacht und viel geforscht. Die rechtlichen Fragen, die wurden schon angesprochen.
Bei der Einführung für die Autobahn muss man noch auf das Auto aufpassen. Der Fahrer haftet immer noch. Aber in Zukunft, wenn ich wirklich denke, das Auto fährt von alleine, ist ein Taxi, dann will ich nicht das Auto beaufsichtigen. Und dann entsteht die Frage, bei einem möglichen Unfall, wer ist verantwortlich? Der Programmierer, der Hersteller oder derjenige, der den Computer gebaut hat? Das muss alles noch gelöst werden. Und da, denke ich, kann man auf die Erfahrung der Flugzeugindustrie zurückgreifen. Und zuletzt, als letzter Punkt, die Frage der Versicherung. Ist auch etwas, was nicht individuell gemacht werden kann. Das heißt, ich kaufe nicht eine Versicherung für mich, weil ich bin nicht derjenige, der jetzt versichert wird, sondern die Autos sind diejenigen, die jetzt von alleine fahren. Und dann gibt es verschiedene Modelle, um auf eine Art von gemeinsamer Versicherung für verschiedene Fahrzeuge zu kommen. So, das sind alle Probleme, die man noch lösen muss, bevor man wirklich in der Stadt autonom fahren könnte. Vielen Dank, Herr Rojas. Herr Slusalek, darf ich Sie nun bitten? Ja, vielen Dank. Vielleicht kurz zu den Vorrednern zwei Punkte, die ich nochmal betonen will. Es gibt diese Problematik, dass es schwierig ist, den Menschen in kritischen Situationen das Fahren zu übernehmen. Das wurde ja gerade schon erwähnt. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie viel darf man dem Menschen eigentlich abnehmen, damit er noch aufmerksam bleibt beim Fahren und eben nicht abschaltet, um in kritischen Situationen zu übernehmen. Und es gibt immer mehr Leute, die argumentieren, letztendlich müssen wir gleich den Sprung zum vollautomatisierten Fahren machen. Das, was Sie ja auch gerade gemeint haben, dass der Mensch quasi nur noch ein Gast im Fahrzeug ist und sich um das Fahren gar nicht mehr kümmern muss. Und da gibt es natürlich einen zweiten Punkt noch, dass es natürlich neue Fehlerquellen gibt für das autonome Fahren, die der Mensch nicht hat, also nicht nur der Alkohol, der vielleicht aber zu ähnlichen Fehlerquellen führt, nämlich dass das automatisierte Auto die Welt anders interpretiert, als sie wirklich ist, was vielleicht mit genügend Alkohol ja auch passieren kann. Und das ist genau die Problematik, nämlich dass das Auto mit den Methoden, die wir heute haben, wir nicht sicherstellen können, dass das Auto immer und in allen Situationen die Welt, so wie sie da draußen ist, tatsächlich richtig interpretiert und dann auch die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Die Welt da draußen ist einfach verdammt komplex, wenn man das aus der Informatik-Sicht anguckt, ob das jetzt die verschiedenen Verkehrsteilnehmer sind, deren Aussehen, deren Verhalten, die Umgebung, die Beleuchtung, das Wetter. Alle diese Faktoren spielen einen ganz entscheidenden Einfluss dabei, wie das Auto diese Umwelt wahrnehmen kann. Abgesehen davon, ob ich jetzt optische Sensoren, Radarsensoren oder andere Sensorik benutze, um das zu machen. Und das ist genau die Problematik. Wie kann ich denn sicherstellen in einer kritischen Situation, also nehmen wir ein kleines Beispiel, Kind läuft auf die Straße vor das Auto, wie kann ich sicherstellen, dass ein bestimmtes Auto, von welchem Hersteller auch immer, mit welchen Sensoren auch immer, dass es diese Situation unter allen gegebenen möglichen Umständen tatsächlich richtig erkennt. Und hier kennen wir das aus der normalen Fahrzeugtechnik. Wenn Sie heute die Karosserie eines Autos testen wollen, schützt die den Menschen genügend, dann werden heute bei jedem Auto Dutzende von Crashtests, virtuellen Crashtests im Rechner durchgeführt, auch noch ein paar praktische, also reale Crashtests natürlich, um das zu validieren. Und was wir propagieren ist, dass wir genau diese virtuellen Crashtests eigentlich noch viel dringender für die Intelligenz des Autos brauchen. Also wie können wir sicherstellen, dass das intelligente Auto eben tatsächlich sich richtig verhält, die Umwelt richtig wahrnimmt. Und das brauchen wir in drei Beziehungen. Die eine ist nämlich einfach, um das Auto lernen zu lassen, wie diese Welt denn tatsächlich aussieht. Dazu müssen wir ja Vorgaben machen, wie die Welt draußen aussieht. Das können wir durch Simulationen machen, dass wir diese 3D-Situationen erstellen und die richtige Interpretation vorgeben. Und dann können über maschinelles Lernen die Autos das entsprechend lernen. Wir können diese Situation aber auch benutzen, um den Entwicklungsfortschritt der Autos quantitativ zu verfolgen und auch verschiedene autonome Fahrzeuge entsprechend miteinander vergleichen zu können und letztendlich vielleicht auch mal dazu
zu kommen, auf sowas wie einen virtuellen TÜV für autonome Fahrzeuge zu bauen. Wie können wir tatsächlich sicherstellen, dass eine ausreichende Autonomität und Sicherheit des Autos sichergestellt werden kann? Und was wir in diese Richtung machen, und da arbeiten wir inzwischen auch mit der Autoindustrie dabei, ist, dass wir diese vielen Teilmodelle, also wie sehen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer aus, wie verhalten sie sich, Wetter und ähnliche Sachen, dass wir diese Modelle lernen, weil das kann man nicht alles per Hand machen, diese Modelle bauen, das würde nicht skalieren, dass wir diese automatisch lernen können, dass wir die zusammen machen. Da gibt es sehr viele Arbeiten zurzeit schon, die sind aber weitestgehend Insellösungen, die wollen wir stärker zusammenbringen. Und ich glaube, hier sind wir in Deutschland mit der Automobilindustrie und der hervorragenden Forschung ganz ideal aufgestellt. Und nicht nur, das ist aber kein Forschungsprogramm, was uns jetzt erstmal 5 Jahre beschäftigen wird, sondern da können wir relativ kurzfristig inkrementell erste Ergebnisse hier jetzt und heute schon erzielen. Das tun wir auch mit entsprechenden Kooperationen, können das dann inkrementell über die Zeit hinweg verbessern und immer bessere Systeme bauen, aber auch immer bessere, haben immer bessere Möglichkeiten, um die Eigenschaften der autonomen Fahrzeuge dann entsprechend auch validieren zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Slusalek. Das waren unsere Statements. Wir haben nun die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn ich Sie dabei um 2 Dinge bitten darf. Erstens, nehmen Sie bitte das Mikrofon, was Herr Wenzel Ihnen reicht. Wir haben einen Livestream und wir möchten gerne, dass die Kollegen, die draußen zuhören, auch die Fragen mitbekommen. Und wenn Sie dabei kurz Ihren Namen sagen würden, vielleicht auch für welches Medium Sie arbeiten, dann können Herr Renn, Herr Rojas und Herr Slusalek vielleicht auch Sie direkt ansprechen und wissen, woher Sie kommen. Zum Schluss, Herr Renn muss leider Gottes ein bisschen eher gehen und muss nach Tegel und fliegen. Das heißt, vielleicht stellen wir erst ihm Fragen, falls wir welche haben, und dann weitere Fragen. Stichwort Fliegen, Herr Renn. Ja. Würden Sie sich in eine Doppelfrage, ist ein autonomes Fahrzeug vergleichbar mit einem Autopiloten im Flugzeug? Und wenn ja, würden Sie sich in ein Flugzeug setzen mit einem Piloten ohne Flugschein? Also ich denke schon, dass da viele Verbindungslinien sind zwischen dem autonomen Fahren und dem autonomen Fliegen. Es gab ja in den USA schon viele Untersuchungen darüber, ob man den Piloten ganz weglassen kann. Das hätte sogar eine Reihe von Vorteilen. Sie können nämlich Folgendes tun, dass Sie das Flugzeug automatisch fliegen lassen und dann einige Piloten unten auf dem Boden lässt. Und wenn eine kritische Situation kommt, dass dann der beste Pilot im Prinzip das übernimmt und dann muss halt nur die Funkverbindung stimmen. Das ist aber in der Regel nicht so das große Problem. Ich würde auch da keine persönlichen emotionalen Probleme sehen, aber da bin ich ziemlich alleine. Die USA hat sehr intensiv, also die Fluggesellschaften haben das gefragt. Es gab sogar Versuche in der Richtung, mal mit Autopiloten allein, waren zwar im Flugzeug drin, aber man hat quasi simuliert, es gäbe keine. Und da sind Leute sogar ausgestiegen. Das heißt also, die Vorstellung, das Flugzeug fährt von ganz alleine und ich sitze da drin und irgendwas passiert und keiner ist im Flugzeug selber drin, um das steuern zu können, erzeugt eine so große Angst, dass es offensichtlich auch dazu führt, dass die Fluggesellschaften davon im Wesentlichen Abstand genommen haben. Es ist auch durchaus nachvollziehbarer. Wir kennen Ähnliches auch mit automatisierten Bussen, wenn auch nicht gerade so stark. Die Flugangst, ungefähr 64% der Deutschen haben Flugangst. Und ein Großteil diese Flugangst zu überwinden, die tun die meisten auch, die fliegen ja fast alle, ist natürlich, dass man den Eindruck hat, da sitzen Profis vorne, die können das, ja, und die Delegation sozusagen der Verantwortung und damit auch ein Angstabbau ist verbunden damit, dass vorher immer das Ritual abläuft, dass die Piloten immer eine Uniform haben, dass sie immer sehr smart aussehen. Also alle diese Dinge spielen eine große Rolle. Ja, es gibt diese wunderschöne Geschichte, ich habe glaube ich schon mal erzählt, mit der sogenannten Swinging Airlines, wo eben Leute zu Rockkonzerten geflogen werden, die Piloten mussten alle lange Haare haben und sahen eben aus wie Hippies. Keiner ist mit denen geflogen. Beim ersten Jungfernflug sind alle Hippies ausgestiegen und haben gesagt, so Leute mögen wir aber nicht als Pilot. Und
Und das, denke ich, ist auch ein Punkt, den uns immer wieder zu denken geben muss, von der psychologischen Seite aus gesehen. Ich denke, es ist kein großes Problem, wenn wir tatsächlich, sagen wir, stadtnahe Autos haben, die uns abholen, zum irgendwo hinfahren. Menschen haben da auch eine gewisse Vorstellung aus Science-Fiction-Filmen, wie das so läuft, so kleine Autos, die überall rumfahren und automatisch fahren. Man ist auf der Bodenhaft, man fährt nicht wahnsinnig schnell. Also da sehen wir, dass die Akzeptanz eine völlig andere ist. Lossauf in der Welt. Herr Professor Renn, wenn die Ausgangsthese, die ja mehrfach hier geäußert wurde, richtig ist, dass wir am Ende dadurch deutlich weniger Unfälle haben werden, dann verstehe ich eigentlich nicht diese intensive Diskussion über die Haftungsfrage. Wenn wir weniger Unfälle haben, dann werden wir mit geringeren Prämien auskommen als heute. Also, also nur halbiert heißt im Mittel auch halbe Prämien zahlen. Und die wird am Ende der Kunde immer zahlen müssen, ja? Also der Autofahrer indirekt oder direkt. Das heißt, die gute Nachricht wäre doch für den Autofahrer, du zahlst weniger Versicherungsprämie. Also wo ist da das Problem? Oder glaubt man so richtig doch nicht daran? Also aus der Versicherungswirtschaft habe ich schon gehört, da gibt es intensive Diskussionen, weil die Angst haben, denen bricht dein Geschäftsmodell weg. Keine Unfälle mehr, keine Versicherungsprämien. Ja, also ich bin sozusagen bei... vor kurzem noch bei München Rück gewesen, die dazu eine große Veranstaltung gemacht haben. Es gibt zwei Elemente dabei. Das eine ist vollkommen richtig, die rechnen im, sind wir jetzt in der Bereich der Stochastik, sagen, also mit ganz großer Wahrscheinlichkeit geht die Zahl der Unfälle zurück. Aber die Versicherung ist auch immer sensibel, sogenannte Long-Tail-Risks. Das sind sozusagen in unserer Normalverteilung sozusagen die Ränder. Und solange wir empirisch nicht genau wissen, wie das sich aufteilt, kann es natürlich sein, dass da irgendwo doch so ein Longtail ist, von dem wir noch nicht wissen. Also ein systematischer Interpretationsfehler, der aber erst spät rauskommt. Und das Problem der Versicherer ist natürlich, wenn sie 3.000 oder 10.000 oder auch eine halbe Million automatische Autos haben, ist das noch alles überschaubar. Wenn sie 30 Millionen, 40 Millionen haben, es gibt einen systematischen Fehler und tatsächlich kommt der an irgendeinem Tag oder vielleicht in so einer Woche oder sonst was spät raus, dann ist das ein Longtail-Riss und plötzlich müssen sie alle zahlen. Also da gibt es eine gewisse Angst, das kommt aus der Asbestgeschichte, das war so eine Longtail-Geschichte, wo man gesagt hat, das ist eigentlich sehr sicher und dann hat sich auch die Einstellung der Bevölkerung dazu geändert und auch der Regulatoren und das ist einer der Punkte für Asbestsanierung, haben die Versicherungen mehr bezahlt eigentlich als für alle anderen Fälle, die wir bisher gehabt haben. Also da kommt die Angst der Versicherungen her, die Longtail-Frist. Das andere ist aber einfach die Aufteilung, wer zahlt's. Und das hat eigentlich gar nicht mit der Höhe zu tun. Und da gibt es so ein bisschen den schwarze Peter hinschieben, eben wurde schon gesagt, wir kennen das ja aus dem Flugverkehr. Also zum Beispiel gibt es in den USA, wird es quasi auf den Fahrer abgezogen und der Fahrer sagt, so, wenn ein Softwarefehler ist, sehe ich das ja gar nicht ein. Dann kommen die Tort Cases dazu, wie jetzt bei Tesla. Sie wissen, wenn ich dann sagen kann, das war ein grober Fehler sozusagen des Programmierers, dann kriege ich ja nicht nur mein Auto ersetzt, sondern kriege ich gleich 5 Millionen Schadensersatz und dann gibt es Class A Action und Class B Action. Das sind dann plötzlich Dinge, die jetzt aus dem legalen System große Folgekosten haben, obwohl insgesamt die Kosten zurückgehen. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, ja, die werden auch schon diskutiert, also Poollösung, da müssen wir das Wiener Abkommen allerdings wieder ein Stück weit ändern. Ich bin jetzt noch kein Experte auf dem legalen Gebiet, aber jedes Mal, wenn ich mit Rechtsanwälten spreche, da freuen sich natürlich alle, weil das für sie ein Gebiet ist, wo sie richtig viel Geld verdienen können. Und aber im Schnitt, denke ich, ist es keine unüberwindbare Hürde. Im Moment bewegt sich da halt relativ wenig, weil jeder quasi sagt, der andere haftet. Herr Rochas, Sie wollten darauf antworten. Ja, ich wollte nur kurz dazu anmerken, so langfristig bricht das Geschäft sowieso weg, weil wenn wir null Unfälle haben möchten, dann braucht man niedrige Prämien, ne, für die Autos. Und außerdem, wenn die Idee ist, dass man Carsharing betreibt, dann bin ich nicht versichert, sondern die Autos sind versichert und da wird man das über die Autos regulieren. Das Problem ist nicht so sehr diese langfristige Perspektive. Das Problem ist der Weg dahin und Mischverkehr. Wir fahren autonom in Berlin. So, wir haben ein Auto, wir haben sogar drei Autos an der FU Berlin. Wir sind unterwegs im Verkehr, aber wir sind versichert für 100 Millionen. Das war das hat der TÜV als Bedingung auferlegt, sodass wir die Fahrgenehmigung kriegen. Und als wir die 100 Millionen Prämie abschließen wollten, wusste die Versicherung gar nicht, wie viel wir zahlen mussten. Und da haben sie Pi mal Daumen gesagt, na, dann zahlen sie 20.000 Euro im Jahr für die Versicherung, ohne jegliche statistische Grundlage, ne? Einfach so aus dem Bauch heraus. Zum Glück haben wir bis heute keinen Unfall gehabt, deswegen die Versicherung hat sich eigentlich
hat gut verdient mit uns. Aber das ist das Problem. Der Problem ist der Übergang. Nicht so sehr die ferne Zukunft, sondern der Übergang dahin, wo es keine statistische Grundlage herangezogen werden kann. Wolfgang Merkel, Herr Professor, ich hatte dann eine Anschlussfrage noch zu dem autonomen Flugzeug. Wann überzeugen Sie denn die Piloten von VC Cockpit? Ich habe nämlich genau diese Frage denen gestellt und die sagen, die müssen pro Flug, also pro Langstreckenflug, 3 bis 4 Computerfehlentscheidungen oder Ausfälle auskorrigieren, nämlich manuell. Mhm. Und die Rechnertechnik wäre überhaupt noch nicht so weit. Mhm. Wann ist es denn soweit? Naja, also ich sag mal so, die Modelle, die wir aus den USA hier kennen, waren ja gedacht, dass man eben einen Piloten hat, der unten sitzt und im Prinzip 5 oder 6 Langstreckenflüge parallel überwacht. Also es wird noch eine Überwachung sein. Und dass man im Prinzip sagen kann, das passiert ja jetzt nicht alle 2 Minuten oder 2, sondern vielleicht wird da im Rahmen eines Langstreckenfluges tatsächlich vielleicht 2-mal. Also das wurde mir gesagt, wird sozusagen der Schnitt. Und dann könnten die das korrigieren und im Prinzip kann man auch sagen, wenn ein Pilot, der sitzt, der sozusagen immer wieder mit diesen Krisensituationen dann auch umgehen kann, ist dann noch besser geschult und noch besser dran, zumindest ist das die Theorie. Nichtsdestotrotz bin ich auch bei Ihnen zu sagen, solange wir doch Fehler im Autopilotsystem auch im Flugzeug haben, wird es sehr schwierig sein zu sagen, wir setzen da keinen rein. Und es gibt natürlich das zweite Problem, wenn tatsächlich die Funkverbindung abbrechen sollte zum Langstreckenflugzeug, das ist sozusagen nicht ausgeschlossen, da gibt es jetzt auch technische Systeme, die das sozusagen redundant und divers und so weiter ansetzen können, aber nichtsdestotrotz, auch dafür gibt es natürlich eine Wahrscheinlichkeit, dann sind wir natürlich in einer sehr schwierigen Situation, wenn da keiner Flugzeug mehr ist und dann haben wir diese hohe symbolische Kraft, dann wird sozusagen aus dem Flugzeug raus Notruf gesetzt, keiner kann ihnen helfen, ja, und der Notruf kommt gar nicht durch und dann wird das irgendwo aufgezeichnet, da haben sie schon den nächsten Katastrophenfilm im Kino, ja, also die werden sehen, dass das hat natürlich eine enorme Resonanz. Herr Susalek, Sie wollten... Ja, vielleicht ein Aspekt zu dem Thema Fliegen noch. Man muss, glaube ich, schon... Natürlich gibt es viele Parallelen, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, dass die Situation im Flugzeug natürlich eine dramatisch einfachere ist. Da oben ist es weitgehend leer. Ja, während wenn ich durch die Straße fahre, Kinder, Autos, wer auch immer, Fußgänger, die dort durch die Gegend laufen, andere Autos, die mit relativ zu den Entfernungen gemessen relativ hohen Geschwindigkeiten aneinander vorbeifahren, Baustellen, Unregelmäßigkeiten, die kommen natürlich im Himmel in der Form nicht vor. Also da muss man schon, glaube ich, nochmal wahrnehmen, dass das eine ganz, ganz andere Situation ist und das Autofahren in dem Sinne natürlich auch dramatisch schwieriger ist. Ich wollte nochmal auf die Vision der Null-Unfälle zurückkommen. Jan Link für Deutschlandfunk und WDR. Wie realistisch ist das eigentlich? Wir kennen ja nun aus der Informatik zumindest die Grundhypothese, es gibt keine fehlerfreien Systeme. Fehler treten immer auf. Der Faktor Mensch, der Faktor Tier ist ja nun auch nicht ganz auszuschließen. Also wie realistisch ist dieses Ziel der Null-Unfälle? Also ich meine, es gibt ja andere Länder, die es auf konventioneller Weise erzielen. Schweden ist ja, wird ja immer angeführt als dieses eine Land. Ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich die Illusion hat, dass wir wirklich auf Punkt Null kommen. Sie werden immer sehen, die Grenzkosten- und Grenznutzenkurve, die stimmt aus der Ökonomie doch ganz gut. Das heißt also, die letzten 0,2% werden 99% mehr Aufwand erfordern. Und dann kommt irgendwo ein Punkt, wo einfach Aufwand und Ertrag sozusagen sich nicht mehr miteinander decken. Also ich glaube nicht an diese Nulllösung. Ich bin natürlich auch sozusagen von der Statistiker, Stochastiker, die glauben nie, dass es der eine oder andere Pol, es gibt nie 100% sicher, es gibt auch nicht 0% Sicherheit. Aber als Zielgröße ist es natürlich gut. Also wenn man sagen kann, es geht sozusagen, wir wollen die Null sozusagen als Ziel haben, aber das ist eine Asymptote, wir werden die in der Form nicht erreichen. Ich meine, wir haben ja Dramatisches erreicht. 1962 hatten wir in Deutschland 22.000 Verkehrstote. Wir haben heute etwa 3.600, 3.700. Das ist schon, und wir haben unsere Verkehrsleistung pro Person fast verdoppelt. Also von daher pro Kilometer, das ist glaube ich Faktor 16, den wir reduziert haben. Und wenn wir nach Schweden gehen, ja, die haben und andere Länder noch stärker reduziert. Nichtsdestotrotz passieren in Schweden auch heute noch, ich glaube nicht die genaue Zahl, sehr viele Unfälle. Es ist nicht so, als ob die sogar schon ganz nah bei Null wären. Also die Zielgröße Null halte ich für gut, weil es deutlich macht, wir wollen weiter reduzieren. Wir sagen nicht einfach
1500 ist okay, ja, sondern wir sagen, nein, auch die 1500 wollen wir noch dran gehen und das dann machen. Und da kann natürlich die Automatisierung, ich sag mal, von der konzeptionellen Seite her sehr viel machen, wenn wir sehen, wo die Verkehrsursachen sind. Gleichzeitig auch nochmal betont, es kommen neue Verkehrsursachen dazu. Das ist der Hacker, das sind Computer, Systemfehler und es sind Interpretationsprobleme. Ja, ich wollte nur etwas sagen, die Firma Volvo hat sich zum Ziel gesetzt, dass im Innenraum von einem Volvo kein Mensch dann sterben soll. Ne? Und das nennen sie auch das Nullsterben-Projekt oder sowas. Und die sind jetzt, bei allen Volvos, die sie verkaufen, sind sie bei zwei. Es gab nur zwei Menschen, die im letzten Jahr in einem Volvo gestorben sind. Wegen der ganzen Sicherheitseinrichtungen, die Volvo einbaut. So, außerhalb des Autos, das ist eine andere Sache. Ne? Und da möchte man auch zu Null kommen. Natürlich kommen wir nie zu Null, wie schon erläutert, vielleicht zu 2, 3 oder 4 oder 5, das muss man noch sehen. Aber ich halte das Ziel für realistisch, in dem Sinne, dass von dem, was ich erwähnt habe. Denken Sie in Zukunft. In Zukunft haben wir nicht die Autos, die wir heute haben, haben wir ein Fünftel davon. Und die fahren nicht alle 80, die fahren nur 40 maximal. Und die sind so leicht, mit Karosserie aus Plastik und bis zum Boden vorgesetzt, so wie Google es macht mit ihrem kleinen Auto in Kalifornien, dass auch, wenn sie in eine Kollision verwickelt sind, dann die Möglichkeit eines tödlichen Unfalls richtig minimiert wird. Und wenn, auch noch Telekommunikation, alles per Telekommunikation koordiniert, und so weiter und so fort, und Sensoren, die viel mehr abdecken. Deswegen, auch wenn wir nicht zu wirklich Null kommen, das Ziel ist richtig und es ist auch realistisch in dem Sinne, dass man sehr nah an die Null kommen könnte. Ist das Zanek? Okay. Uwe Springfeld. Vorhin ist mehrfach die Formulierung gefallen, wenn es zu einer kritischen Situation kommt. Ein Mensch in einer kritischen Situation ist ohne Zweifel ein Torwart, ein Bundesliga-Torwart beim Elfmeter. Der hat eine Reaktionszeit von 3 bis 4 Zehntel. Über was für Zeiträume sprechen wir hier, wenn Sie sagen, wenn es zu einer kritischen Situation kommt? Wie viel Zeit bleibt einem, die Zeitung aus der Hand zu legen und zum Steuer zu greifen? Das ist gerade die Sache. Wenn ab 2020 diese Halteassistenten für die Autobahn kommen, dürfen sie nicht Zeitung lesen. Sie dürfen sie nicht Zeitung lesen, sie dürfen nicht mit dem Computer spielen, sie dürfen nicht mal Handy telefonieren. Sie müssen aufmerksam auf den Verkehr achten und dann haben sie diese 13. Sekunde Reaktionszeit von dem Torwart vielleicht und dann können sie auf den... Wir machen es regelmäßig in Berlin, wir fahren automatisch. Und wir haben gemessen, wie lange dauert, bis der Sicherheitsfahrer übernimmt. Und das ist eine halbe Sekunde oder weniger. Deswegen ist es noch nicht so nützlich, die Option ab 2020, weil Sie immer auf das Auto aufpassen müssen. Wie viel Zeit Sie in Zukunft brauchen, ob Sie 10 Sekunden haben oder 15, darüber gibt es viel Streit, wie viele Sekunden man wirklich haben sollte. Meiner Meinung nach, was wir brauchen, ist Vollautonomie. Und dann ist der Insass im Auto ist Passagier, der ist nicht mehr Fahrer. Und dann müssen wir die Geschwindigkeit so reduzieren, müssen wir die Koordination so hinkriegen, müssen wir die Technologie so sicher hinkriegen, dass er gar nicht eingreifen soll. Und wenn Sie da sagen, das ist aber unrealistisch, ja, ich rede nicht von morgen, ich rede von 30, 40 Jahren. Dazu die Zahlen, die ich jetzt kenne, sind so, also wenn jemand tatsächlich unaufmerksam ist, weil er sich mit anderen Sachen beschäftigt, sind größer 10 Sekunden, 13, 12, 13 und mehr Sekunden. Und da bewegt sich ein Auto, wenn es nicht gerade im Stau in der Stadt fährt, relativ weit, da kann viel passieren. Also das ist genau das Argument auch, dass es quasi nicht möglich ist, dieses ohne vollautomatisiertes Verfahren das tatsächlich machen zu können, weil letztendlich der Fahrer eben keinen Vorteil davon hat, weil er immer Aufmerksamkeit ist und dann schlägt das halt zu, je mehr wir ihm abnehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die Aufmerksamkeit verliert, dass er sich eben abschaltet, weil er gelangweilt ist, wir kennen das alle ja, von uns selber und dann erzeugen wir letztendlich mehr Risiko, als wir ihm abnehmen würden. Vielleicht noch eine Ergänzung auch dazu, also dieses immer wieder zitierte Google-Auto, da gibt es ein System drin, bei dem, wenn der Computer sieht, dass es in
absehbarer Zeit zu einer Situation kommt, die er nicht interpretieren kann. Dann geht sozusagen eine Warnlampe an und dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass das Auto sozusagen stehen bleibt oder aber, dass der Fahrer sagt, er muss einen Knopf drücken, er kann es übernehmen. Aber das ist eben nur dann, wenn es antizipiert werden kann. Wenn es nicht antizipiert werden kann, ist genau das Problem. Ich wollte nochmal kurz auf den Mischverkehr zu sprechen kommen. Wenn ich das richtig gehört habe, gibt es ja quasi zwei Lager. Die einen, die diese Phase des Mischverkehrs einbauen wollen. Da wäre die Frage erstmal, was schätzen Sie, wie viele Jahre würde das dann einen Mischverkehr geben, nach Ihrer Schätzung? Und das andere Lager, das sagt, wir sollten von vornherein direkt mit der Vollautonomität anfangen, diesen Mischverkehr vermeiden. Wenn man den Mischverkehr hat, dann muss das autonome Auto oder das teilautonome Auto noch viel mehr können, als es langfristig können muss. Und es muss sozusagen das unberechenbare Verhalten des menschlichen Fahrers, der nicht koordiniert vernetzt ist, auch noch mit berücksichtigen, was man sich später sparen kann. Da entwickelt man also teure Technologie, die man perspektivisch gar nicht mehr braucht. Und dann habe ich vor einigen Wochen eine Studie gelesen, jetzt weiß ich nicht, wie seriös die war, wie groß die Stichprobe war. Man hat dort Verkehrsraudis befragt, die also auffallen durch zu schnelles Fahren, Drängeln, also die Leute, die tendenziell ja die Ursache auch für Unfälle sind. Und das ist genau der Typus, der in der Mischphase nicht auf das Autonome umsteigt, der will weiterfahren und der sagt sich, prima, das autonome Auto, das kann ich total ausbremsen. Ich weiß ja, wie defensiv das programmiert ist. Mhm. Wenn ich das schneide, hält das sofort an und so weiter. Die freuen sich da drauf, dass sie es mal so richtig dann loslegen können. Das heißt, das macht ja auch nochmal ein Argument gegen diese Mischphase. Ja. Vielen Dank. Es ist eine sehr entscheidende Frage, die auch nicht so einfach beantwortbar ist, weil wir natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir verbieten jetzt einfach den individuellen Autoverkehr und alle müssen jetzt plötzlich autonom fahren oder wir warten, bis wir soweit sind. Also ich glaube, diese Mischphase wird kommen, weil sie gar nicht vermeidbar ist. Wir haben auch, wir haben die Umfrage erwähnt, die jetzt neuere Umfrage sehen, dass etwa 7% der Autofahrer haben, die sagen, ich würde nie umsteigen und das ist Fahrfreude pur, ich möchte mit meinem Porsche fahren, wo immer ich kann. Und das sind natürlich die Fahrer, die eher sagen, auf der offensiven Seite sind und die würden natürlich dann sicherlich nicht auf ein autonomes Fahren umsteigen, es sei denn, sie werden mehr oder weniger dazu gezwungen. Allerdings sagen auch die 7%, also in der Stadt oder so, fahre ich gern autonom, aber auf der Autobahn, da würde ich richtig loslegen. Da müssen wir natürlich umgehen. Das sind sozusagen Aspekte, die da kommen. Das heißt also, es ist ähnlich, ich vergleiche es oft gerne mit der Pubertät. Wir können nicht herum durch die Pubertät zu gehen. Freiwillig wird es keiner tun, aber dazu sind wir nun mal da in der Hoffnung, dass dann, wenn man dann diese Pubertät überstanden hat, wir vernünftige Erwachsene werden. An nicht allen passiert das. Aber wir müssen dann eben auch Formen finden, wie wir sozusagen auch diese Pubertät des autonomen Fahrens hinter uns bekommen. Und das ist nicht eine triviale Aufgabe. Also da bin ich ganz bei Ihnen, wie wir das sozusagen hinkriegen können. Man kann natürlich sagen, man macht sozusagen bestimmte Stadtteile, indem man das autonome Fahren sozusagen zum Generalpunkt macht, wo man vielleicht sogar tatsächlich auch Fahrverbote für andere hat, auch als ein Experimentierfeld, um zu sehen, wie es dann gut funktionieren kann, um es dann Stück für Stück auszudehnen. Sicherlich werden wir am Anfang auch in gerade im Mischbereich in Gegenden, wo wir dann auch Smart Umgebung haben müssen, also das Smart Environment zukommen muss, weil das Fahrzeug alleine mit den Sensoren das nicht erfassen kann. Und wenn wir auch die mit persönlichen Fahrern bezogenen Fahrern haben, die müssen auch sozusagen an diese Car-to-Car-Information angeschlossen sein. Das wäre sicherlich ein wesentlicher Gesichtspunkt. Also von daher gibt es natürlich schon Lösungsansätze, aber der Milchverkehr ist das, was uns am meisten Kopfschmerzen macht. Ja, ich wollte etwas dazu sagen. Also man muss sehen, dass ich sage immer, der Fortschritt ist eine Schnecke. Das heißt, man sollte sich nicht so vorstellen, dass ab morgen die autonomen Fahrzeuge unterwegs sind, sondern es gibt zwei Prüffelder. Es gibt einerseits die Möglichkeit, im geschlossenen Gelände zu testen. Und im geschlossenen Gelände ist es viel einfacher, von 0 auf 100 zu gehen. Das heißt zum Beispiel in einem Flughafen kann ich mir vorstellen, dass man zum großen Teil den Verkehr in dem Flughafen autonom gestaltet
und dann werden einfach, dann wird Mischverkehr überhaupt nicht vorhanden sein. Ne? So geschlossenes Gelände, Fabrikgelände und so weiter. Aber auf der Straße selber, da werden wir einen Evolutionsprozess haben. Das Ganze kommt zunächst einmal als Fahrassistenzsysteme, das heißt als Hilfsmittel nur für den Autofahrer. Ein Beispiel wäre das Auto, das nie gegen die Wand fahren kann. Wenn ich einen Sensor habe, der den Abstand messen kann und ich das Auto verbiete, gegen die Wand zu fahren, dann kann der Fahrer nicht mal absichtlich gegen einen Baum fahren oder gegen die Wand fahren, weil die Elektronik das verhindert. Solche Assistenzsysteme, um das Auto zum Beispiel im Stau nach vorne zu bringen oder die solche Arten von Unfällen zu vermeiden, die werden nach und nach eingeführt und die sind Prüffelder für diese Teilfunktionen. Und wenn man viele von diesen Teilfunktionen als Fahrassistenzsysteme gehabt hat, dann irgendwann hat man so viele drin im Auto, dass man auf den Knopf drückt und dann fährt das Auto von allein. Deswegen ist es nicht, so muss man sich das vorstellen, als ein Evolutionsprozess des Autos hin zum autonomes Fahren. Lass mich da vielleicht einfach noch ergänzen. Ich meine, den Mischverkehr, den werden wir nie beseitigen. Es gibt weiterhin Fußgänger, es gibt weiterhin Radfahrer, es gibt Motorfahrer, Traktoren, Baustellenfahrzeuge. Das heißt, die Idee, dass wir irgendwie gar nicht mehr, dass wir nur noch autonome Fahrzeuge haben, den wird es natürlich in dieser Form auch nie geben. Und insofern müssen wir dem Auto das beibringen, wie es mit dieser Umgebung, wie auch immer die dann konkret aussieht. Und das unterscheidet sich ja auch sehr zwischen den verschiedenen Ländern. Ja, ich meine, die Kühe auf den indischen Straßen sind ja auch schon sprichwörtlich. Und der Verkehr in Rom sieht sicherlich ganz anders aus als, was weiß ich, in Berlin oder in anderen Städten. Also auch diese ganzen Feinheiten sind, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Und dann kommen wir auch zu den ganz spannenden Themen. Also Auto fährt auf einer Straße, ein Fußgänger nähert sich der Straße. Die Frage ist, hält er an oder läuft er über die Straße, muss ich auf die Bremse oder muss ich mich vorbereiten, im Zweifelsfall auf die Bremse zu gehen? Das sind sehr subtile Bewegungen, die wir dort als Menschen wahrnehmen. Ob der jetzt ein bisschen langsamer läuft, ob er vielleicht Richtung Verkehr guckt, nimmt er den Augenkontakt auf mit dem Fahrer? Ja, bei einem Erwachsenen, der einen Augenkontakt aufnimmt, würde man erwarten, dass er anhält. Ja? Bei einem Kind kann man davon nicht ausgehen. Ja? Frage überhaupt, was ist Augenkontakt mit einem autonomen Fahrzeug? Die Fragestellung macht schon gar keinen Sinn, beziehungsweise man überlegt jetzt in der Automobilindustrie zum Beispiel, was man denn als Kommunikationsmittel mit dem Fußgänger eigentlich einsetzt. Weil Augenkontakt und ja die übliche Geste, gehen Sie doch über die Straße und ähnliche Sachen, funktionieren in der Form nicht mehr. Ja? Man muss sich ganz neue Arten der Kommunikation zwischen Menschen und, zwischen dem autonomen Fahrzeug und der Umgebung, also Fußgängern, Radfahrern und anderen, auch überlegen. Das ist im Moment weitgehend unklar, wie denn das tatsächlich funktionieren soll, inwieweit das Auto in der Lage ist, denn diese teilweise sehr subtilen Kommunikationsmechanismen, die ja sozusagen in Gestik oder sagen wir mal in Bewegungsmustern bestehen, die ist ja nicht unbedingt explizit, wie das autonome Fahrzeug damit überhaupt umgeht, ob es das wahrnehmen kann und ob da nicht dann auch ganz üble Missverständnisse entstehen kann, ja, weil das Auto annimmt, der bleibt stehen und der bleibt eben nicht stehen. Ja, das ist und auch das sind kulturelle Sachen, die teilweise sich zwischen den Ländern deutlich unterscheiden. Also ich glaube, da sind jede Menge Fragen, die weitgehend ungeklärt sind heute, wie wir damit umgehen, und wir müssen damit umgehen, weil wir diesen Mischverkehr nicht loswerden. Ich möchte gerne bei der Umgebung bleiben. Herr Renn hatte die Sensoren angesprochen. Wir waren, Herr Skusalek, Sie waren jetzt auch schon gerade bei der Umgebung. Anfang des Jahres gab es ja die Erhebung der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde, die geschaut hat, in welchen Situationen die Prototypen und Testfahrzeuge des automatisierten und autonomen Fahrens ja quasi die Segel streichen. Und dabei ist er mit relativ, würde ich sagen, sehr großer Sicherheit rausgekommen. Es sind Umweltbedingungen. Regen, Sonne, Nebel, Glatteis, Schnee, all die Dinge, die der Mensch in den meisten Fällen noch ganz gut, sagen wir mal, bewältigen kann. Und dort in dieser Erhebung war relativ klar, das stellt die Autos noch vor massive Probleme, größer als die Entwickler es gedacht hätten. Und auch dann der Tesla-Crash nur wenige Wochen später hat ja auch gezeigt,
Da war es wieder die Sonne, die große Probleme gemacht hat. Wie gehen Sie diese Probleme an, dass es nicht wie bei der Berliner S-Bahn ist, dass Frühling, Sommer, Herbst und Winter die klassischen vier Feinde des autonomen Autos werden? Ja, ich meine, da muss man, ich denke, da muss man ein bisschen sehen, welche Sensoren in den Autos sind. Und es gibt Sensoren wie Radar und Laserscanner, die sind nicht anfällig mit Regen. So man kann ziemlich gut noch die Daten aus den Sensoren kriegen, wenn es regnet. Die Videokameras, die haben natürlich ein bisschen ein Problem, wenn zu viel regnet. Das größte Problem, und wir sind wie gesagt häufig unterwegs in Berlin, das größte Problem ist Schnee. So Schnee ist tatsächlich ein Problem, weil es kann alles weiß aussehen, so die ganze Straße ist weiß und dann weiß man nicht mehr, wo die Spur ist. Das heißt, Menschen wissen nicht mehr, wo die Spur ist. Ein automatisches Fahrzeug kann schon wissen, wo die Spur ist wegen seinem GPS, aber da die Menschen nicht wissen, die verschieben die Spuren mit den Reifen. Der erste, der vorbeifährt, der macht eine neue Spur und die anderen machen es nach. Und das ist uns schon ein paar Mal passiert. So, deswegen diese Probleme, die sind klar, die gibt es, die muss man bewältigen. Aber dafür gibt es auch, sind Ansätze schon getestet worden, zum Beispiel an der Autobahn. Wenn es zum nächsten Mal auf der Autobahn kommt, kann man mit Hilfe von den Radarsensoren kann man die Absperrung oder die Grenzen der Autobahn erkennen und mit der Karte, was der Fahrzeug sowieso unterwegs hat, kann man sich gut positionieren. So, das zeigt nur, dass für die Einführung von autonomes Fahren braucht man nicht nur an das Auto zu denken, sondern auch ein bisschen an die Umgebung und an die Stadtplanung. Und die Stadt muss sich auch verändern. Ein anderes Beispiel wären die Zebrastreifen. Wenn ich einen Mensch auf den Zebrastreifen habe, dann weiß ich nicht, ob er auf die andere Seite gehen will oder nicht, wie gerade erwähnt. Aber es gibt Zebrastreifen schon, ich habe schon einige gesehen in den USA, wo die, wenn der Mensch auf die Zebrastreifen geht, da gibt es einen Sensor und dann gehen rote Lichter an in den unten in den Zebrastreifen. Und das sind Möglichkeiten auch der Kommunikation mit den Elektronik in den Fahrzeugen. Und das erwähne ich nur, weil ich sage, wenn wir in diesen großen Zeiträumen denken von 30 Jahren, 30, 40 Jahren, bis das alles Realität wird, muss man auch an die Stadtplanung denken und was kann man in der Stadt modifizieren? Ja, ich denke, die Frage, natürlich kann man das unterstützen durch die Umgebung, weil das größere Problem ist wirklich, wie kann ich das Auto dazu bringen, diese Situation besser zu erkennen, als das heute möglich ist. Und das große Problem dort ist einfach, dass, also im Moment sind es meistens regelbasierte Systeme, die noch eingesetzt werden. Es ist ziemlich klar, dass das in Zukunft über Machine Learning, Deep Learning und ähnliche Ansätze funktionieren wird. Die geben einfach bessere Ergebnisse. Für die brauche ich aber Unmengen an Daten. Und das ist das große Problem heute. Wie kriege ich eigentlich diese Daten? Und das ist genau unser Ansatz, dass wir einfach sagen, es langt nicht. Und da sind wir wieder bei diesen Longtail-Verteilung. Ja? Es gibt bestimmte Situationen, die ich in ein paar Kilometer fahren immer wieder sehe. Ja? Ich fahre durch eine Straße, rechts Autos, Bürgersteig. Aber es gibt eben Situationen, die fast nie auftreten. Ja, und für die ich einfach keine Daten habe und nie diese Situation lernen kann, einfach weil die Daten nicht da sind. Und das ist genau da, wo wir ansetzen, wo wir sagen, wir müssen Forschung machen, wie wir diese Situationen, Modelle lernen können. Ja, wie bewegen sich Kinder, wie sehen Kinder aus, wie Erwachsene und so weiter. Wie sieht die Umgebung aus? Das kann man heute zum Teil schon machen. Es gibt in einzelnen Bereichen sehr, sehr spannende Forschungsarbeiten, aber es gibt im Moment keine konzertierte Aktion, diese Sachen zusammenzubringen und gemeinsam voranzutreiben. Mit dem Ziel, diese Daten, diese Sensordaten, die ich eben in der Realität kaum sehe, möglichst realistisch synthetisch zu erzeugen auf dem Rechner. Das wird viel Arbeit erzeugen. Vieles davon kann man automatisieren, da gibt es prinzipiell keine beliebig hohen Hürden, aber das erfordert eine konzertierte Aktion sowohl von der Industrie als auch von der Forschung und das ist genau da, wo wir uns als DFKI aufstellen, das so ein bisschen zu vermitteln und weiter voranzutreiben. Und ich denke, hier in Deutschland sind wir ganz fantastisch dazu aufgestellt, genau das zu tun.
Dazu möchte ich noch eine ganz kurze Nachfrage stellen. Wir bleiben bei der Erkennung, gehen zur Bilderkennung. Da ist ja wohl im Moment eins der großen Probleme, die Interpretation der Bilder. Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, der Tesla-Crash beruhte nicht nur darauf, dass das Licht zu hell war, sondern dass einfach auch eine Fehlinterpretation stattgefunden hat, dass nämlich dieser Sattelauflieger gar nicht als Sattelauflieger, sondern als Brücke erkannt wurde, die am Horizont steht. Als Mensch ist einem das relativ schnell klar. Wie kriegen Sie die Systeme dahin, ja, auf ein ähnliches Level im Endeffekt zu bringen, der Erkennung? Das ist genau das Ziel, dass wir möglichst viele von diesen Situationen automatisch erzeugen können, lernen können, was gibt es denn da draußen, sowohl Verkehrsteilnehmer an Umgebung, an aber eben auch Aussehen, ja, was weiß ich, verschiedene Kleidung der Fußgänger, verschiedene Fahrzeuge, Fahrräder, was auch immer. Das ist natürlich eine extrem hohe Komplexität. Das ist auch keine Sache, die wir hier heute, jetzt und einfach so mal nebenbei machen können. Das ist eine größere Aktion. Aber wir fangen inzwischen mit der Automobilindustrie an. Wir fangen da vor allem iterativ an. Wir fangen jetzt einfach mal an, diese Szenen tatsächlich hochgenau nachzubauen, zu großen Teil per Hand. Jetzt, um einfach mal anfangen zu können, weil wir auch, ich meine, diese Fahrzeuge kommen hier jetzt und heute auf den Markt. Ja? Das heißt, wir können jetzt nicht ein 5-Jahres-Forschungsprogramm starten und dann hoffentlich in 5 Jahren ein Ergebnis haben, was wir dann anfangen können, in die Autos einzubauen, sondern wir müssen gucken, was wir jetzt kurzfristig schon an ersten Ergebnissen entwickeln können, die vielleicht dann auch relativ kurzfristig schon in die Entwicklung einfließen können. Ja, ich wollte nur etwas Folgendes sagen über den Tesla-Unfall, weil man muss genau gucken, was in dem Tesla-Unfall passiert ist, und dann sieht man, wo der Fehler ist. Das Problem ist, Tesla benutzt hat bis vor kurzem ein Computer Vision System von Mobile Eye verwendet, und dieses Computer Vision System ist an nichts angekoppelt. Das heißt, die Kamera schaut nach vorne und versucht, die Spur zu erkennen und kann auch Autos ab und zu erkennen. So, das ist losgekoppelt von dem Radar. Der Tesla hat auch einen Radar, der nach vorne schaut und kann Objekte oder Autos erkennen. So, und das ist losgekoppelt von dem Navigationssystem. So, es gibt noch ein Navigationssystem, wo der Mensch sehen kann, wo bin ich und wo muss abgewogen werden. So, die drei Sachen waren in dem Tesla entkoppelt. So, was passiert ist, die Kamera hat nach vorne geschaut und hat, da der Sattelzug weiß war und da hinten waren die Wolken auch weiß, hat nicht so richtig der Sattelzug von den Wolken trennen können. Der Radar hat gleichzeitig den Sattelzug doch erfasst, aber da die Plattform so hoch war, hat der Radar, losgekoppelt von dem Navigationssystem, entschieden, das ist zu hoch, das ist wahrscheinlich eine Brücke. Ja? Wenn der Computer auf das Navigationssystem geschaut hätte, wäre sofort klar gewesen, da ist keine Brücke in der Karte. Wenn es in der Karte keine Brücke ist, dann kann es nur wirklich ein Hindernis sein. Und da muss ich stoppen. So, und das wären die drei Sachen zusammen. Die Tatsache, dass die Computer Vision nicht mit der Karte und auch nicht mit dem Radar gekoppelt war, hat verhindert, dass die drei gemeinsam auf eine eindeutige Lösung gekommen wären. Das ist das Problem. Wenn die das gehabt hätten, so wie wir das haben, weil wir haben das Problem ständig, wenn man auf die Autobahn hier in Berlin fährt, ein Schild, was über die Straße läuft, in 100 Meter, der wird von dem Radar manchmal erfasst, die Autos schwingen auf der Autobahn. Und dann ein Schild, was über die Autobahn steht, der sieht manchmal so, als ob er nur knapp über die Autobahn wäre. Wenn wir die Navigationskarte nicht hätten und weitere Sensoren, die das auflösen können, dann würden wir die mal stoppen, weil wir würden denken, da ist ein Hindernis auf der Autobahn. Oder wir würden so wie der Tesla machen. Deswegen, das Problem hier ist diese Loskoppelung, und deswegen hat die Firma Mobileye auch die Kooperation mit Tesla aufgekündigt nach dem Unfall, weil die haben gesagt, das wollen wir so in der Form mit Tesla nicht weitermachen. Ich denke, der Tesla-Unfall ist paradigmatisch eher für die Dinge, die man nicht machen muss und die heute mit der vorhandenen Technologie schon machbar sind. Noch mal ganz kurz, das ist genau das, was ich denke, was wir brauchen. Wir brauchen eine Vielzahl an Testfällen,
wo wir, die möglichst automatisch dann auch generiert werden, wo wir genau abtesten können, wie gut ist denn ein Auto? Wie gut ist denn das System? Welche Situation kann es denn erkennen? Welche Situation kann es nicht erkennen? Wo hat es Schwächen? Wo muss ich das verbessern? Das ist Blindflug ist jetzt vielleicht übertrieben, was dort im Moment getrieben wird. Man entwickelt dort, aber man hat nicht die großen, breiten Benchmarking-Set, den man dort aus Informatik-Sicht auf jeden Fall haben sollte. Und eben auch dieser Punkt, das ist mit Millionen an Kilometern getestet, das ist richtig, aber von diesen Millionen Kilometern sind Unmengen davon völlig redundant, weil die hat man nach ein paar tausend Kilometern, hat man den größten Teil davon schon gesehen. Das heißt, da macht man sich auch was vor mit diesen Millionen von Kilometern, zumal sie statistisch auch, da gibt es ja verschiedene Untersuchungen, noch nicht relevant sind oder noch nicht wirklich relevant sind. Also ich denke, da muss man sehr viel systematischer an dieses Thema reingehen. Dafür sind wir als Deutsche auch bekannt, dass wir das tun, und ich denke, das sollten wir auch tun. Das könnte vielleicht ein ganz wesentlicher Unterscheidungsmerkmal zu den amerikanischen Ansätzen sein. Vielen Dank. Ich sehe mit Blick auf die Uhr, wir sind schon 5 Minuten über die Zeit. Falls es noch eine allerletzte dringende Frage gäbe. Ich habe das Mikrofon. Dann Wolfgang Merkel, ja, schieß los. Die letzte Frage vielleicht. Es bedarf ja für solche Fälle einer Infrastruktur. Und was schätzen Sie, mit welchem Aufwand diese Infrastruktur, vielleicht um Baustellen zu erkennen oder eben diesen quergestellten LKW, mit welchem Aufwand die erstellt werden muss? Und vielleicht noch eine Frage angehängt, würde denn das autonome Auto die theoretische Fahrprüfung bestehen? Also diesen klassischen Fall, 4 Autos in der Kreuzung, wer hat Vorfahrt? 3 davon sind nicht autonom. Ja, die Fahrprüfung, die haben wir schon bestanden. Ich meine, die theoretische Fahrprüfung, nicht so auf dem Papier, ja, sondern die Fahrsituationen, die wurden von der TÜV hier in Berlin nachgestellt. Wir hatten über 18 Monate wurde das Auto von der TÜV getestet, und die haben alles getestet. Die haben Vorfahrt getestet, die haben getestet, ob wir Kinder erkennen und Fahrräder und ob wir richtig überholen können und mit welchem Tempo. Und da haben die uns irgendwann mal gebeten, wir haben 2 Computer, ein Computer, der fährt, und ein Computer, der überwacht. Und da haben die uns gebeten, fahren Sie 120, so wir waren drin im Fahrzeug, und jetzt drehen Sie die Lenkung vollständig mit dem Computer. Und der zweite Computer sollte das verhindern, weil der zweite Computer schaut auf Fehler von dem ersten Computer. Und das haben wir absolviert. Und deswegen, die Fahrprüfung, die wir bestanden haben, ist weit komplexer als jede Fahrprüfung, die jemand hier selber absolviert hätte. Das heißt nicht, dass das Auto perfekt ist, ja, das will ich nicht behaupten, weil es gibt viele komplexe Situationen, wo wir Menschen intuitiv behandeln, auch wenn wir sie noch nie gesehen haben. Dann erkennen wir, was zu tun ist, und das kann ein Computer heute nicht. Ne? Nochmal in Bezug auf die Frage, was können Computer Vision Systeme heute? Die können natürlich nicht vollständig erkennen, was für Menschen das sind, das Alter und die Intention vor allem von den Menschen. Was wollen sie in den nächsten Sekunden tun? Manchmal erkennen wir in der Straße nur vom Sehen, ob eine Person die Straße überqueren will, nur von der Position, wie die Person steht, oder ob die Person wirklich über die Straße jetzt in der nächsten Sekunde läuft. Das können Computer heute nicht, da müssen wir tatsächlich viel besser werden. Und deswegen denke ich, dass Sie sagen, was braucht man an Aufwand? Ja, ich würde sagen, nichts, sondern man braucht viele Fahrzeuge, die diese Systeme eingebaut haben. Und die Autobahn ist zunächst einmal eine große Prüfstrecke in den nächsten Jahren ab 2020. Wenn die ersten Systeme kommen für Lane-Keeping und Überholen, dann müssen die Menschen aufpassen, weil das ist, was das Gesetz sagt. Das macht das Ganze nicht so spaßig, würde ich sagen. Und für mich wäre es nicht nützlich, aber die Dinge wird es geben. Und das wird viele Millionen von Kilometern erzeugen, wo die Systeme getestet werden. Über die Fahrassistenzsysteme, die Autos eingebaut werden, wird man auch viel Erfahrung kriegen. Über Simulation, ja, da kriegt man auch viel Erfahrung.
Und deswegen denke ich, dass die Autoindustrie selber ihr Prüfungsfeld selber erzeugt, auf diese Art und Weise. Okay. Kann ich nur unterstützen. Ja, dann danke ich Hass, also Salik, ich danke euch, Ihnen alle, dass ihr da gewesen sind. Ich wünsche gutes Nachhausekommen, gute Gespräche und auf ein nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank.